So, hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC-Bruder-Baustelle. Und hier steht er wieder. Ich war gestern auf dem Parcours, habe ein paar Mal gebaggert, habe ein bisschen was probiert, was geht, wie fährt er sich, wo sind die Schwachstellen. Und ja, kurzes Feedback. Ich habe es beim letzten Video, beim Preview für den Bagger, glaube ich, vergessen zu erwähnen. War hier nämlich auch schon der Fall, dass ich fahre ja hier diese offiziell mit 7,4 Volt betriebenen Motoren des Huinas mit einem 3S, also sprich mit 11,1 Volt. Wenn der voll geladen ist, haben wir irgendwo um die 12. Dadurch wird er schneller, aber was mir schon aufgefallen ist, die stinken übelst verbrannt. Das heißt, gerade der Armmotor und der hier oben für den Stiel, Wahnsinn. Ja? Ich hatte hier meine Bedenken, ob das ganze Ding nicht einfach Feuer fängt. Lief aber super. Hat super funktioniert. Bei mir im Hinterkopf war immer so ein bisschen, okay, die Motoren, die machen hier richtig Speed. Also das sind ja wahnsinnig schnell drehende Motoren, die dann über das Getriebe einfach runtergeregelt werden. Und das ganze Ding ist voll gebarzt bis oben hin mit so einem chinesischen Schmierfett. Und ich habe es zwar sauber gemacht, habe das nachgefettet, aber trotz alledem war das natürlich da noch drin. Und es ist besser geworden. Also im Laufe der Zeit, das hat am Anfang nochmal wahnsinnig gestunken, mittlerweile geht's. Ich glaube, das hat es jetzt sozusagen rausgebrannt durch die hohe Drehzahl. War vielleicht wirklich bloß am Anfang einmal. Ich werde es weiter beobachten und hoffe, dass die Motoren das auch wirklich auf Dauer auch aushalten. Krafttechnisch überhaupt kein Thema, war aber vorher schon so. Gell? Geschwindigkeit? Gut. Für mich könnte es immer noch mal ein Ticken zackiger sein. Aber ich muss sagen, es ist wesentlich besser als jetzt vorher. Natürlich, wie gesagt, durch die Voltsteigerung haben wir hier einfach ein bisschen mehr. Super, finde ich, ist einmal das Thema mit dem Stiel und mit dem Arm, weil ich einfach wahnsinnig weit hochkomme. Ich komme wahnsinnig weit runter und ich kann auch hier den Stiel um diesen Zacken natürlich nochmal weiter reinfahren. Das heißt, ich kann wirklich bis hier unter das Fahrwerk technisch gesehen reingraben und habe hier nicht das Problem, dass ich immer so einen Wall vor mir herschiebe, den ich nicht mehr wegbekomme. Ja? Schaufelumlenkung, da hatte ich vorher schon dran, gab da schon kein Problem. Absolutes Hauptproblem, das ich jetzt hatte, waren die Innenschalter. Das hatte ich auch schon erwähnt gehabt, dass mich die aufregen. Das hat sich hier nochmal bestätigt und Katastrophe. Also der Arm wird nochmal aufgemacht, die Innenschalter fliegen raus, die original drin sind, denn hier ist genau dieses Problem eben mit diesem Schiebeschalter. Wenn man hier ein bisschen langsamer anfährt, sperren die einfach zwischen den Kontakten, gibt es einen toten Punkt und dann bleibt er immer wieder hängen. Und das ist mir eben auch passiert. Das heißt, alle paar Minuten muss man wieder zum Bagger und muss einmal kurz rütteln, damit der frei wird und dann läuft das Ding wieder weiter. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Deswegen, die Endabschalter werden komplett neu gemacht. Und das ist eigentlich jetzt so der größte Punkt, den ich jetzt hier habe, denn ansonsten ist alles okay. Die LEDs gehen ja nicht. Die werde ich jetzt in dem Zug gleich nochmal mit reparieren. Das war auch sowieso der Plan. Bloß nur wegen den LEDs hätte ich jetzt den Abend nicht wieder abgebaut. Ich wollte eben das erst testen. Wie gesagt, bewegungstechnisch muss ich sagen, super. Durch die höhere Voltzahl ist eins ganz klar: man kann die Kette schön feinfühlig fahren, das ist auch wichtig, denn der ist jetzt richtig schnell. Also er gibt Vollgas, wenn man hier unterwegs ist. Er hat auch die Kraft von dem hier. Also ich bin soweit absolut zufrieden. Wie gesagt, jetzt baue ich die Endabschalter nochmal um und dann schauen wir mal, wie das dann im nächsten Test ist. Ich wurde beim letzten Video unten noch gefragt, ob ich noch irgendwas zeige wegen der Verkabelung. Die Verkabelung habe ich hier sehr, sehr einfach gelöst. Das heißt, bei den Fahrreglern ist ja eine Anleitung mit dabei. Das heißt, ich habe an dem Fahrregler immer die Anschlüsse einmal, was auf den Empfänger kommt, diese drei Kanäle, Signal plus Minus, das stecke ich beim Empfänger ein, das ist das, was ich hinlöte, wo die Kabel dabei sind. Dann habe ich nochmal plus Minus kommen vom Akku und plus Minus gehend zum Motor. Ja? Und in diesem Fall habe ich hier natürlich die Endabschalter mit zwischen rein gebaut, die dann den Kontakt eben trennen, beziehungsweise öffnen oder beziehungsweise in dem Fall, wie ich das jetzt neu machen werde, den Stromfluss eben bei Kontakt in die Richtung sperren und nur noch in die gegengesetzte Richtung aufmachen. Das heißt, ich kann nur zurückfahren, aber nicht eben weiter. Ja, so sind die Endabschalter hier verbaut. Die Motoren haben alle Rutschkupplung. Wie
wäre also da kein Problem. Ich werde also hier sehr großzügig ausmisten in dem Arm, damit es in Zukunft wieder funktioniert. Ja? Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und jetzt geht's wieder an die Werkbank. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ihr seht, er ist zurück und die LEDs gehen. Perfekt. Alles, was ich so auf meiner Liste hatte nach dem ersten Fahrtag, habe ich jetzt umgesetzt. Wir sind also sozusagen endlich bei der Version 1.0 angekommen, die getestet ist und die jetzt auch weiter getestet werden kann. Ich habe ihn jetzt gleich mal so aufgebaut, damit ich euch das zeigen kann. Ich habe jetzt am Arm die Endabschalter umgebaut. Es sind nicht mehr die originale Endabschalter drin. Und ich habe das Maximum rausgeholt, was das Graben nach unten und natürlich was beim Arm nach oben möglich ist. Und nach unten hin, ich habe hier unten jetzt noch einen guten Zentimeter frei. Hier oben sind wir bei 24 bis zum Fahrwerk. Das heißt, ich habe ungefähr 23 cm, die ich hier nach unten graben kann. Wunderbar, oder? So. Schauen wir uns das Ganze mal nach oben an. Er ist immer noch furchtbar laut. Also, der Arm ist das lauteste. Hier ist dieses Schneckengetriebe drin. Das kannst du fetten, wie du willst. Das ist einfach ein lautes Teil. Nach oben. Ich lade ja nicht nur von oben nach unten, denn ich lade auch mal im Stehen. Auf gleicher Höhe. So, hier ist jetzt auch der Endabschalter drin. Und wir haben jetzt hier eine Höhe 39. Je nachdem, wie die Schaufel steht. Alles gut. 39. Und es geht ja auch immer ein bisschen um die Bordwand. Das heißt, mit geschlossenem Löffel bin ich hier bei 21. So, wenn ich hier noch ein bisschen rausfahre, jetzt steht er gerade, so, bin ich bei 24. 24 cm reicht mir, damit die Kipper, die wir haben, beladen werden können. Ich habe es beim Radladervideo kurz gesagt, der Arox, der hat mit der runden Mulde, ist der bei 21,5 cm. Das heißt, so komme ich wunderbar drüber, ohne dass ich meinen Löffel irgendwie aufmachen muss und das Material jetzt hier rausfallen würde. Neben den LEDs, die jetzt endlich funktionieren, die übrigens nicht funktioniert haben, weil ich beim Zusammenbau ein Kabel eingeklemmt habe und dadurch das Kabel abgezwickt wurde, war gleich behoben natürlich, habe ich die Endabschalter komplett überarbeitet. Die hingen immer fest. Und die hingen deswegen immer fest, weil es Schiebeschalter im Inneren sind. Das hier sind diese Schalter, die Endabschalter. Und das ist kein Taster, wie ich jetzt zum Beispiel bei den Kippern, beim Dumper oder beim MAN oder sowas, bei den Bausätzen auch dabei ist, mit dieser Fahne dran, der wirklich auf und zu macht, sondern hier ist ein Schiebeschalter mit einer kleinen Feder hinten drin. Das heißt, wenn er drauf drückt, rutscht dieser Kontakt von dem mittleren und dem vorderen nach hinten hin. In einem kurzen Moment, ist nicht mal ein Millimeter, hat er keinen Kontakt. Das reicht hier aber aus, dass wenn ich sehr langsam fahre und der nicht schnell genug öffnet, weil die Feder vielleicht auch manchmal zu schwach ist oder wie auch immer, oder dieses Spiel zu groß ist, dass er in genau diesem Zwischenpunkt landet. Und wenn der in diesem Zwischenpunkt ist, lässt er keinen Strom mehr in gar keine Richtung. Und durch das, dass das hier nicht irgendwie über eine Computerplatine oder wie die originale Elektronik einfach da mit einem Kontrollbaustein gemacht ist, funktioniert, sondern ganz einfach mit fließendem Strom, ich nenne es jetzt einfach mal so, bleibt der stehen. So. Er bleibt genau in diesem Moment stehen und das ist das Problem. Ich muss gerade gucken, ob ich euch das irgendwo hier nicht einen offenen hatte. Hier. So schaut das Ding im Inneren aus. Mal gucken,
gucken, ob das Ding irgendwie fokussiert. So. Vielleicht sieht man es. Hier sind die einzelnen Pins und da rutscht eben dann dieser metallene Schlitten drüber, der dann eine Brücke bildet. So. Hat hier nicht funktioniert? Hat hier nicht funktioniert? Hat beim Arm bedingt funktioniert. Allerdings habe ich beim Arm so viel umeinander gebaut, dass der einfach nicht mehr an diesen Punkt kam. Was toll ist, ich habe ja alle Getriebe mal aufgemacht. Der hat auch die Rutschkupplung. Also so wie dieser kleine Plastik, nur dass hier überall Metallgetriebe drin sind. Was heißt das? Wenn ich jetzt hier fahre, dann fahre ich in eine Rutschkupplung. Diese Rutschkupplungen sind so fest, dass ich es bisher nicht geschafft habe, sie beim Baggern auszulösen. Es soll ja ein Überlastungsschutz auch fürs Getriebe sein. Ich bin da überhaupt relativ schmerzfrei. A, ist es alles Metall da drinnen. Und dann ist es so, man gewöhnt sich ja an das Gerät. Das heißt, irgendwann hat man das im Gefühl, wo ist denn hier das Ende? Das heißt, ich fahre jetzt nicht 3 Tage lang nonstop in diese Rutschkupplung rein, sondern das passiert am Anfang 1, 2, 3 Mal. Dann ist das Thema durch, dann weiß ich genau bis hierhin und dann kommt die. Dann hat man das einfach im Gefühl und dann passiert da gar nichts mehr. Wie gesagt, ich habe ja die anderen auch, die gar keine Endabschalter haben, dieses Plastikmodell von Huina oder von Yamaha oder Double Eagle oder wie sie eigentlich alle heißen. Die haben auch die Rutschkupplung drin, die haben gar keine Endabschalter verbaut und wenn du da einfach mal ein bisschen fährst, dann läuft es. Da ist auch nicht so, dass die ganze Zeit diese Rutschkupplung anspringt. Deswegen habe ich mich hier dazu entschieden, nicht die normalen oder die größeren Endabschalter mit der Fahne irgendwie dahin zu basteln, was nicht richtig reinpasst, was unter Umständen bekloppt aussieht. Dann ist es so, je nachdem wie sie angebracht sind, reiße ich vielleicht die Fahnen weg. Hat mir alles nicht gefallen. Das heißt, hier werde ich bei Schaufel und bei Stiel ohne Endabschalter fahren und nur die Rutschkupplung anhaben. So. Ihr hört, es ist nicht schlimm. Ich muss ja auch nicht, sobald ich das höre, höre ich ja eh auf. Aber jetzt kann ich auch wirklich am Anfang ganz fein anfahren, ohne dass er dauernd irgendwo das Verhakeln anfängt. Ich habe das Problem ist einfach weg. Ja? Gut. Schaufel, Umlenkung, Stiel habe ich hier unten ausgefeilt, damit er hier weiter zumacht. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Ah ja, und er ist schneller von der Bewegung her. Ganz klar, wir fahren jetzt mit dem 3S-Akku, das heißt normal sind es ja 7,4 Volt, also sprich 2S, jetzt haben wir 3S mit 11,1 Volt, vollgeladen sind es um die 12 und dementsprechend ist er hier so. Was ich euch ja zeigen wollte, ist ja das, wie weit wir hier runterkommen. Kommen wir also hier wahnsinnig noch mal weiter rein. Vorher war ich irgendwo hier. Ich komme sehr nah an die Kette hin. Je nachdem wie ich stehe, komme ich auch unten hinein. Jetzt im geraden Zustand ist das jetzt das Maximum. Sobald er natürlich höher steht und der Arm noch ein Stück tiefer ist, geht es noch mal einen Ticken weiter runter. Für den Arm. Der hat Endabschalter gebraucht. Hier vorne ist alles Metall. Wenn der in die Rutschkupplung reinfährt, ist das was auslöst. Der kann jetzt hier nichts verdrucken. Der Arm selber hat jetzt hier natürlich unten Metall, das wäre noch okay. Er hat auch eine Rutschkupplung drin im Übrigen. Aber nach oben hin würde er mir hier sonst einfach alles zerdrücken und auseinanderreißen. Das heißt, hier habe ich ganz normale Endabschalter eingebaut. Ich drehe ihn gerade mal rum. Ich hoffe, man sieht es. Schwerer Kamerad. Das heißt, hier oben ist einer und hier unten sitzt der andere. Und da drückt der Arm drauf, wenn er oben ist, beziehungsweise wenn er unten ist. Und schaltet ab. Ja? Nach oben würde noch ein paar Millimeter mehr gehen, aber das ist völlig passend. Genau, also Endabschalter sind alle raus, LEDs gehen wieder, die Bewegung ist schneller. Das ist eigentlich ja der Ursprung des Ganzen gewesen, dass ich gesagt habe, ich wollte es. Und jetzt zeige ich euch nur noch mal eins, das Fahren. Weil das ist das Einzige, was jetzt wahnsinnig schnell ist. Ich kann es natürlich an der Fernbedienung begrenzen. Mache ich nicht.
Weil mir unter Umständen dann auch wieder die Kraft fehlt, sondern ich muss halt einfach ein bisschen vorsichtiger fahren. Aber wenn ich hier Vollgas fahre. Hat der schon Speed. Also da ist, der ist gut unterwegs. Und wie gesagt, jetzt sind wir endlich bei Version 1.0 angekommen. Momentan bin ich zufrieden. Ich glaube, das bleibt auch so. Mir fällt jetzt momentan nichts ein, wo ich sage, boah, passt noch nicht, muss ich nochmal testen. Ich werde ihn jetzt mal ein bisschen in Betrieb nehmen, testen, baggern, ob ich mit allem klarkomme, ob ich wirklich mit allem zufrieden bin, ob die Höhen passen, ob die Bewegungen flüssig zu fahren sind, ob ich mich überall damit arrangieren kann, so wie es jetzt ist. Und ja, vielleicht schaffe ich es, dass ich nochmal ein Fahr- bzw. ein Bagger-Video vom Einsatz mache. Ja? Und ansonsten findet ihr wieder Bauinfos, wenn ich es schaffe, sie einzustellen, auf meiner Seite www.rc-bruderbaustelle.de. Und ansonsten alles Weitere und die nächsten Modelle natürlich hier in meinem Kanal. Abonniert ihn, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Wir sehen uns, bis bald!